In 7 Wochen wird gewählt. Am 7. Juni ist die Wahl zum EU-Parlament. Landeshauptmann Josef Püringer bekräftigt, die ÖVP wolle die SPÖ als stimmenstärkste Kraft ablösen. Angesichts der vorhergesagten niedrigen Wahlbeteiligung werde die Wahl wohl die Partei gewinnen, die ihre Anhänger am besten mobilisieren könne. Die Wahl zum EU-Parlament steht bevor, doch derzeit sagt nur jeder 5. Wahlberechtigte, dass er wählen gehen wird. Welche 17 Abgeordneten Österreich in den nächsten 5 Jahren vertreten werden, scheint vielen nicht so wichtig zu sein. Angesichts dieser Zahlen setzt die ÖVP Oberösterreich auf einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf. In jeder Gemeinde soll es mindestens eine Wahlveranstaltung geben. Wir werden uns bemühen, die Menschen von der Sinnhaftigkeit der Wahl zu überzeugen. Wie wird das passieren? Indem wir ihnen deutlich machen, dass eben in Brüssel über oberösterreichische Themen entschieden wird. Ich glaube, das Recht, Demokratie zu haben, muss auch ausgeübt werden. Und ich glaube, wenn man in einer Demokratie leben will, muss man auch wählen gehen. Die ÖVP setzt auf Themen wie Arbeitsplatzsicherung, Gentechnikfreiheit und Temelin. Mit Paul Rübig wolle man auch in den nächsten 5 Jahren wieder einen oberösterreichischen Vertreter in Brüssel haben, heißt es aus der Landes-ÖVP.